Müssen wir gucken, ob wir hier noch irgendwie was finden. Muss noch ein Geheimnis sein, dann hätten wir nämlich wenigstens die Quests außer den einen. Das ist eine Quest. Ja, wieder Ambrosia, jawohl. Also es hat... Man könnte hier drauf springen, ne? Rein theoretisch betrachtet. Sollte das eigentlich irgendwie möglich sein, oder? Oder aber auch nicht, ey. Ich weiß es nicht so genau. Ich kann hier irgendwie keinen Wandsprung machen. Ja, das ist... Scheiße. Müssen wir wieder herumlaufen, ey. Ui. Kurz die Sense geschwungen. Vor Freude und Elan. Gehen wir mal ganz an den Anfang zurück, aber hier kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass direkt irgendwo ein Geheimnis sein sollte. Nö, ne? Nee. Dann müssen wir gucken. Also, ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt nichts mehr gesehen. Außer eben, dass wir irgendwie da hochspringen könnten. Da müssten wir aber hier drauf anscheinend springen. Geht das? Oder geht er nur drüber? Ja, der geht nur drüber. Scheiße. Also, wir haben auch nirgends was, wo wir hier den Sprung anwenden können. Ah, warte mal. Ja, ne, hier waren wir ja drüber, genau. Da war das erste Geheimnis. Können wir da irgendwo noch hoch? Sieht aber auch nicht so aus. Alles zu weit voneinander weg, oder? Ja, viel zu weit. Keine Ahnung. Will euch auch jetzt nicht unbedingt ewig damit langweilen, dann lassen wir das. Wir müssen ja eh, wenn wir alle Quests machen wollen, alle Zusatzmissionen, dann müssen wir ja eh hier wieder hin, wegen dem, ja, keinen Schaden nehmen. Und Unbesiegbarkeits... Oh, was ist denn das? Da können wir vielleicht hoch. Nee, auch nicht. Nochmal hier in die Richtung springen, da haben wir uns ja auch noch nicht so wirklich umgeguckt. Aber was denn hier? Hier können wir auch noch kaputt schlagen. Die. Nothing. Da oben, das sieht schon aus, als könnte man dort irgendwie hinkommen. Naja, müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie... Ja, hier kommen wir auch nur weiter. Ah, hier ist eine Brücke. Ey, man kann aber hin und her springen. Oh, warte mal. Ah, jetzt habe ich mal den Kopf gestoßen anscheinend. Also eben ging's. Warte mal, stellen wir uns direkt hier hin. Ah! Müssen wir immer im richtigen Moment drücken. Oh, ja, man sollte dann nicht den Schlag... Aber es geht irgendwie nur zweimal oder so. Sonst würden wir hier hochkommen. Da muss man irgendwie hochkommen, Leute. Das sieht doch schon ganz so aus, als müsste man dort hochkommen. Aber wie? Scheiße. Ja, ich denke, wir lassen das. Oder versuchen, ein bisschen schräg zu... Oder warte mal, wenn wir hier an die Wand springen... Na, da kommen wir nicht hoch genug, ne? Wie er rumschampt. One Jump! Müssen wir hier schräg springen? Zuerst mal hier anspringen und dann schräg in der Luft tauschen und dann... Ah, so habe ich mir das eigentlich gedacht, aber hab's nicht hinbekommen. Geht wohl nicht. Nee, komm, lassen wir's. Ah, hier kommen wir zurück in die königlichen Gärten, okay. Und da haben wir ja alles. Das war also auch nicht das Grab, das wir finden sollten. Erreiche das befleckte Grab mal. Jetzt könnte es sein, dass hier in den königlichen Gärten... Sind wir jetzt an einer anderen Stelle in den königlichen Gärten? Tatsächlich, oder? Ah ja, gut, klar, ist ja auch ein anderes Tor. Wäre ja komisch, wenn wir jetzt am gleichen Ausgang rausgekommen wären.
Wäre ja komisch. Aber wo kommen wir hier hin? Da hinten ist noch was. Was ist denn hier los? Ach, schon wieder so ein Affe. Vergessener König. Ach, ich vergesse mich auch gleich. So, neuer Kodex-Eintrag. Wo kommen wir hier hin? Ah, die königlichen Krypten. Soll das die Menschen draußen oder etwas drinnen halten? Ja, das ist eine gute Frage. So, jetzt ist da oben mein Quest wieder weg. Ich sehe es nicht. Was hier? Hier waren wir drin. Ah, das ist das perfekte Grab. Ah, hier haben wir das perfekte Grabmal. Okay, da müssen wir hin. Da gehen wir doch da noch rein. Erschlage Monster mit Fernkampfattacken. Finde Geheimnisse 2. Erschlage Monster ohne Dränge einzusetzen. Oh, also wir müssen 80 töten, ohne ein Getränk einzusetzen. Erschlage Monster innerhalb von 360 Sekunden. 80 Stück. Erschlage Monster ohne Schaden zu nehmen. 50. Alter, das hier sind aber Quests. Meine Fresse. Das Grabmal machen wir noch und dann beende ich die Aufnahmereihe auch. So, jetzt mache ich mal hier. Die Zeit läuft. Machen wir hier mal anstatt den Hammer. Machen wir unsere beste Pumpgun auswählen. Die hier war es, glaube ich. Ja, ist. Ja, genau. Genau. Was haben wir hier noch? Achso, neue Schicksalskarte. Die Sonne erzeugt bei Overkill eine Explosion, die Rüstungsschutz ignoriert. 300 Schaden. Oh, cool. So, Pumpgun. Weißt du, ich war ein Jäger wie du. Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Hast du schon eine Quest schiefgegangen, oder was? Zieh dich nur auf, Vicky. Ich bin viel zu geistreich für einen Jäger. Du bist ein Arschloch, bist du. Boah! So, einen vergessenen König weniger hier in der Bude. Den können wir da oben nicht abknallen, ne? Schade. Gehen wir eben hoch. Ballern ihn dort über den Haufen. Oh, Level up, yeah. Halt die Schnauze. Ich rieche etwas Verborgenes. Schätze. Komm schon, Vicky. Hol es dir. Ja. Oh, und Champion ist das. Ha. Hab den über den Haufen geblasen. Sense der Assassinen wieder mal. Wo hast du den Schatz denn gewittert? Hier hinten oder was? Ich komm. Ah ja. Genau. Da haben wir wahrscheinlich schon das erste Geheimnis gelüftet wieder mal. Was ist denn hier los? Ist nix. Ich spüre es in der Nähe. Eine oh. Schatzkiste voll mit feiner, feiner Beute. Ja, wo komm denn? Schon, such. Ich weiß, dass du es willst. Ich weiß, dass du es willst. Yeah, Baby, ich will. Alter, die sind aber auch hier. Yeah. Tja, der muss aber irgendwo hier sein, oder? Warte mal. Können wir hier rein, hier rüber springen noch? Nee. Das gibt's doch gar nicht. Ah, hier ist sie doch. Alter. Toll. Das ist hier so mysteriös. Was hast du gefunden? Eine Schrotflinte. Oh, so hübsch. Oh ja. So. Irgendwie wird er mir immer sympathischer, der komische Dämon in meinem Kopf. Oder was es darstellen soll. Kommen wir hier eigentlich auch rauf? Ja. Okay, dann gucken wir dort auch noch. Vielleicht ist ja direkt das zweite Geheimnis dort. Das wäre ja schon geil. Ah, hier ist Ghost Rider wieder. Was für ein geiler Move ist das denn? Diese E-Attacke. E war es doch, oder? Jo. Also ich glaube,
Weiß nicht, ob wir das in der Zeit schaffen hier mit den Gegner-Kills. Heute keine Tipps für mich hier, ob da noch irgendwo ein Schatz ist oder so. Ah, da haben wir sie doch. Haben wir doch wirklich schon beide gepackt. Beide Geheimnisse gefunden. Sehr schön. Oh, ein Haufen Experience. Lalalalalala. Komm, gib her. Und Rapier. Cool, den haben wir noch gar nicht verwendet. Haben wir nämlich, glaube ich, auch schon einen. Hey, ich bin back. I'll be back, bitches. Ich mach euch alle, alle. Und E ist so cool, Alter. Zack. Bam. 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 Ich liebe es. Jawohl, mit Fernkampfattacken, aber schon mal. Boah, wie cool ist denn das, ey. Ich mag das Spiel einfach. Es geht mal richtig gut ab. So, jetzt gehen wir in den Nahkampf über, dass wir hier mal metzeln können. Obwohl die Pumpgun echt auch geil ist. Gefällt mir. Aber es geht eben nichts über meine Sense. Ich mag dieses Ding, man ist so agil und... Boah, ist so krass. Und ich mag ja den Nahkampf auch lieber. Was ist denn hier los? Oh, wer ist der leuchtende blaue Kerl? Gute Frage. Tag ist vorüber. Und schreiten die Schwingen der Nacht. Eine einzelne Feder sinkt nieder. Von des wachenden Adlers Pracht. Och, gleich zwei. Quests geschafft. Warte, geh nicht. Ah, jetzt können wir den Trank verwenden. Overdrive direkt wieder voll machen können wir hier, wenn wir das wollen. Wir brauchen aber keinen Trank einzusetzen, weil da hinten ist ein Heilmittel. Da haben wir eigentlich alles geschafft, bis auf die eine, mit dem Schaden nehmen, ne? Wir könnten so langsam mal unseren Level abmachen auch. Oh, Tisch. Mach den Tisch weg. Oh, dann haben wir das hier eigentlich auch abgeschlossen soweit. Ja, wenn wir das hier noch überleben. Kritischer Treffer reicht nicht direkt, um sie zu töten. Man muss einen Overkill machen. Rapier des Wolfes erreiche die königliche Krypta. Jetzt wird's die Handlo. So. Aber an dieser Stelle werden wir auch beenden. Dann werden wir wahrscheinlich das nächste Mal im Schloss sein. Oder sollen wir eigentlich... Sollen wir die Krypta noch machen? Hm? Ja, wir haben... Deine Lebensenergie ist angestiegen, sodass du mehr Schaden aushalten kannst. Super, wunderbar. Lebensdiebstahlbombe. Das ist natürlich geil. Aber ich glaube, wir werden hier wieder... Oder ein Heiltrank. Müssen wir nicht kaufen. Das wären auch wieder 1000 Goldmünzen. Komm, wir holen die Geschenkkiste. Die ist grün. Okay, Stufenaufstieg. So, jetzt gucken wir uns mal an, was wir hier haben. Wir haben ja auch einen Haufen Zeug zu verkaufen. Hier haben wir ein Rapier. Rapier des Wolfes. Oh ja. Das sind schöne Sachen, aber geht ja nichts über das, was wir eigentlich schon haben, deswegen. Und ansonsten neu können wir momentan auch nichts ausrüsten. Ah ja, hier ist echt eine grüne Geschenkkiste. Oh, cool. Und ich denke, man kann die Farbe durch diese Transmutation dann verändern, also die Seltenheit der Kiste. Wenn man jetzt ja, eine grüne Kiste hat und zwei grüne oder ein paar grüne Kisten zusammen macht, dann denke ich, kehre zum Schloss zurück. Okay. Hat sich gerade die Quest geändert. F. Die. Noch nicht freigeschaltet. gibt es eigentlich einen schnellen Weg zum Schloss zurück oder was? Ich habe keine Ahnung. Aber das ist gerade gut. Dann können wir doch beenden. Ich sollte die königliche Krypta wohl nur erreichen. Das reicht schon. Da hinten ist ein Wegpunkt. Und was haben wir hier noch? Ah, wir können ja auch... Ach, stimmt, hier sind wir. Da waren wir zuerst drin. Wir können ja hier die Kamera drehen. Richtig. Und mit Stufe 10 konnten wir, glaube ich, in dieses komische Grab da unten noch reingehen. Wenn mich nicht alles täuscht.
Müssen wir nur den Weg zum Schloss zurückfinden. Ich weiß nicht, ob das irgendwie schnell geht. Zurück zum Schloss, doch, geht. Ja, dann gehen wir doch mal zurück. Und ich denke, das müsst ihr jetzt hier speichern. Oh, hier sind verdammt viele neue Sachen. Guck mal, hier, da ist auch noch mal was. Ah, das ist der Typ, ne? Ja. Ja, der, nee, der war schon da. Der wird wahrscheinlich vielleicht was Neues haben für uns oder so, was weiß ich. Ja, an dieser Stelle würde ich dann sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Viktor Fran und eurem Spooky4F. Bye, bye, bye. Vielen Dank fürs Zuschauen.